Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format, was ich hier gerne machen möchte mit euch, und zwar die Taktikstunde. Ich habe hier Lead Chess offen und möchte jetzt als Teil meines Trainingsprogramms häufig Taktikaufgaben lösen, wenn möglich täglich. Taktiktraining sollte in das Trainingsprogramm eines jeden Spielers gehören, denn letzten Endes werden viele Partien nun mal durch Taktik entschieden. Es gibt solche Aussagen wie, dass Schachpartien oder Schach allgemein zu 90% oder 99% aus Taktik besteht. Da ist sicherlich was dran. Die Prozentzahl, darüber mag man sich streiten, aber letzten Endes viele Stellungen beinhalten Taktik oder selbst Dinge, die nicht aufs Brett kommen, beinhalten taktische Ideen. Auch strategische Umgruppierungen beinhalten oft taktische Hintergründe, wieso sie funktionieren oder ähnliches. Dementsprechend sollte Taktiktraining zum Trainingsprogramm von jedem Spieler gehören. Und mein Ziel ist es jetzt hier bei Lead Chess, die 2500 irgendwann zu erreichen. Ihr seht da vielleicht links meine Taktikwertung im Moment. Die ist 2153. Das heißt, es ist noch ein weiter Weg vor mir. Und ja, starten wir doch mal gemeinsam. Ich werde euch hier erklären, was ich mir denke und so berechne. Wir sehen, dass Schwarz hier gerade im Schach steht. Der Turm hat hier gerade Schach gegeben. Und die Frage ist jetzt, was spielen wir als Schwarzer? Wir sehen hier, wir laufen natürlich nach da. Das heißt, unser Bauer, der wandelt sich um oder möchte sich umwandeln. Dementsprechend, die Frage ist jetzt, wo gehen wir mit dem König hin? Und diese Umwandlung wird Weiß danach verhindern wollen. Das heißt, Weiß wird danach wahrscheinlich gerne Turm C6 spielen wollen, um von C6 aus diesen Bauern zu stoppen. Und ja, das wollen wir natürlich verhindern. Und dementsprechend macht König D7 einen guten Eindruck, um danach hier eben uns eine Dame zu holen. Nochmal ein kurzer letzter Check, was man immer tun sollte. Auf König König E7 gibt es kein weiteres. König E2, entschuldigt. Auf König E2 gibt es kein weiteres Schach für Weiß. Dementsprechend spielen wir den mal. Nicht gelöst. Ja, das geht ja sehr gut los. Was übersehe ich hier? Ach ja. Seht ihr gut, dass ich gucke. Sollte ich jetzt nach hier gehen, stehe ich dann in dieser Diagonalen des Läufers. Das heißt, der Turm wird danach einfach abziehen auf König E7. Und dann stehe ich in dieser Diagonalen. Das heißt, falls ich jetzt ihn spielen sollte und danach mir die Damen hole, zieht der Turm einfach weg. Ich hole mir die Dame und dann kommt hier Läufer E6, Schach und König und Dame sind aufgespießt. Das heißt, das ist nicht unsere Lösung. Ja, dementsprechend, was bleibt uns hier zu spielen? Vielleicht dann König D8. König E1. König E1 mit der Idee auch C8 zu unterstützen. Dann wird wahrscheinlich Turm F3 kommen und dann tauscht sich ja alles ab. Ungleichfarbige Läufer, gleiche Bauern, das wird Remis werden. Die Frage ist hier mehr drinnen?
Nächster Plan. Ich gehe mit meinem König an den Läufer ran. Droht ja trotzdem die Umwandlung. Das heißt, wenn ich jetzt nach hier gehen sollte, wird Turm C6 kommen. Und dann schlagen wir den Läufer. Wir machen mal die Farben kurz anders. Also ich spiele hier Turm C6. Er muss jetzt den spielen, um den Läufer, um den Bauern zu halten. Und ich spiele, nehme den Läufer. Und die Idee ist jetzt, dass ich hier zwei Freibauern weiterhin habe. Er kann den F2 nicht schlagen, weil der gedeckt ist vom Läufer. Und danach wird einfach dieser Bauer rennen, der E-Bauer, der D-Bauer. Entschuldigt, ich habe irgendwie noch nicht ganz die Brettrichtung verinnerlicht hier. Dann wird hier der Bauer rennen und der Turm auf F3 kann sich nicht um beide Bauern kümmern. Das sollte die Lösung sein. Ja, jetzt nimmt Weiß den und jetzt kann ich mir hier einfach meine Dame holen. Gut, weiter geht's. Erstmal kurz gucken, was hier los ist. Wir zählen mal Material. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben einen Bauern vielleicht mehr. 1, 2, 2, 2 Türme. Scheint, dass wir erstmal einen Bauern mehr haben. Also noch nicht viel los. Wir gucken uns mal an, droht Weiß irgendwas. Erstmal um abzuchecken, dass hier nichts los ist. Er droht hier einen Springerschach, aber das ist keine große Drohung. Da gehen wir einfach mit dem König hier ran. Da passiert nicht viel. Ja, drohen wir irgendwas. Wir haben hier ein bisschen Druck auf F2. Eine direkte Überlegung wäre, weil wir jetzt hier diese Fesselung haben, ist direkt mit dem Läufer auf F2 zu nehmen. Falls dann der weiße Läufer wieder nimmt, hängt eben dieser Turm. Damit würden wir eine Qualität gewinnen. Wenn Weiß diesen Läufer allerdings nicht nimmt, zum Beispiel König G2 spielt, dann kann unser Turm den Läufer nehmen. Also ich mache hier nochmal die Pfeile weg. Also meine taktische Idee rührt jetzt allein aus dieser Fesselung. Ja, also ich spiele Läufer F2, kann er nicht wieder nehmen wegen der Fesselung. Spielt der König G2, um den Läufer und den Turm anzugreifen, kann ich dann mit dem Turm hier nehmen, wenn Weiß den gespielt hat. Wichtig ist, dass wir das hier alles von der Ausgangsstellung im Kopf machen. Das ist nun mal so, wie es in der echten Partie auch funktioniert. Und dadurch trainieren wir Visualisierung. Nehme ich da mit dem Turm und ja, was soll Weiß dann machen? Wenn er die Türme tauscht, habe ich eine Figur gewonnen. Nimmt er den Lauf auf F2, hängt sein Turm aber auf B3. Und mal gucken, ob irgendwas anderes passiert. Turm B. Wir können noch mal kurz gucken, wenn ich jetzt auf F2 nehme und hier rausgeht und ich auf E3 nehme, könnte er sich auch überlegen, auf B7 zu nehmen mit dem Turm. Ja, das sollten wir auf jeden Fall einmal checken, weil dann hängt mein Läufer auf also jetzt in dieser Variante, ich spiele auf F2, König G2, ich nehme auf E3 und dann nimmt er auf B7. Das entfernt sozusagen seinen Turm aus dem Angriff, dann hängt der F2, König F2 droht, es droht Turm B8, matt, ich kann ihn nicht schlagen, weil dann das Matt auf D8 kommt und mein Turm ist aber angegriffen, dann muss der weg, aber es geht vielleicht Turm F 7, um den Läufer F2 zu decken, dann wird aber sicherlich Turm G7 unangenehm. Dann ist er hier mit doppelten Türmen drinne und dem Springer und da ist die Frage, ob ich ihn dann irgendwie weitermachen kann mit Springer E1 und ihn matt setzen kann. Ich schätze nicht. Das heißt, diese Lösung überzeugt mich nicht, Läufer F2.
Ja, nochmal, ich gewinne zwar eine Figur mit Läufer F2, König G2 und Tom schlägt auf E3, aber mit Tom B7 kriegt Weiß auf einmal super Spiel und alle meine Figuren hier, der Läufer auf F2, der Turm auf E3 und der Springer auf C2 sind weit weg von meinem König. Für den Moment spielt dann Weiß hier eigentlich mit zwei Türmen und Springer gegen einen Turm als Verteidiger. Also der Turm B7 ist dann schon übel. Turm F8, wie gesagt, dann nimmt er hier oder kann auch Springer F7 spielen. Turm G8 geht gar nicht, weil Springer F7 sofort matt ist, weil mein Turm ja nicht mehr auf der F-Linie steht, sondern auf E3. Überzeugt mich nicht, diese Lösung. Das Problem ist, Turm B7 droht sowieso. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie Springer D4 spiele, um auch diese Festung ausnutzen zu wollen, dann kann er zum Beispiel einfach auf B7 nehmen. Und wir haben wieder ähnliche Problematiken. Ich mache mal diese Pfeile weg. Ja, was machen wir also als Schwarze? Wir haben so ein bisschen. Also, wir können ja nochmal reinschauen. Läufer F. Ah, jetzt habe ich noch eine neue Idee. Läufer F2. Das sieht schon logisch aus. König G2. Dann hätte ich als Möglichkeit auch noch Springer E1 Schach. Gibt einen Schach. Und deckt gleichzeitig den Turm. Gut, der ist sowieso gedeckt, sehe ich gerade natürlich durch den Bauern. Worauf der König weg muss. Der König könnte dann zum Beispiel nach H2 gehen. Ach, ja. Jetzt sehe ich auch gerade, dass ich da auch sowieso mit dem Läufer wieder nehmen kann. Nochmal eine neue Variante. Also, Läufer F2 sieht schon richtig aus. Gefühlt. Also Läufer F2. König G2. Dann könnte ich auch mit dem Läufer auf E3 nehmen. Oder sogar auch mit dem Springer auf E3 nehmen. Ich könnte eigentlich mit allen Figuren da nehmen. Die Idee von Läufer E3 ist, dass mein Turm hier in der F-Linie bleibt, wo er sicherlich mehr verteidigt. Und es droht danach vielleicht wirklich mal Springer E1 Schach. Dann hat der Weiße nur noch diese Felder. Und das sieht schon enger aus. Aber es ist. Auch hier muss man jetzt genau rechnen. Und das ist eben das Entscheidende jetzt. An so einen Aufgaben nicht nur das Motiv erkennen, sondern korrekt rechnen. Läufer F2, König G2. Ach, natürlich, wir können ja auch mit dem Springer nehmen. Noch eine neue Idee, dieser Läufer, den können wir mit sehr vielen Figuren nehmen. Ich mach's nochmal. So, Läufer F2, König G2 und dann kann ich den ja auch mit dem Springer nehmen, mit Schach. Alles gedeckt, der Läufer ist gedeckt, der Turm ist gedeckt. Und falls jetzt der Turm diesen Springer nimmt und ich den wieder nehme und er den nimmt, habe ich durchgezählt, zwei Türme, habe ich eine Qualität mehr. Ja, so wird es funktionieren. Und da ich dann Schach gegeben habe, muss Weiß ja reagieren und danach kann ich diese Problematik auf der B-Linie oder auf der siebten Reihe lösen, indem ich mir solch ein Luftloch mache, so dass ich nach Turm B7 einfach auf B7 tauschen kann. Ich habe ja eine Figur mehr. Also Läufer F2 wird die Lösung sein. Ach, er schlägt ihn einfach wieder. Ja, damit macht er es mir natürlich deutlich einfacher. Schlage ich den Turm und ja, wir können ja mal kurz einmal zurückgehen zu Leeches. Auch er sagt hier neben, ja, wie gesagt, auf König G2, Springer E3. Auch Läufer E3 gewinnt. Und was mit Turm E3? Turm E3 ist schon wieder nur, ja, 0-0-0. Turm B7 und es wird gefährlich. Training fortsetzen. So, nächste Aufgabe. Auch hier checken wir mal kurz das Material. Weiß hat 6 Bauern, Schwarz hat 7 Bauern. 3 Leichtfiguren und 3 Leichtfiguren, Türme und Damen, alles drauf. Material ist fast gleich. Schwarz hat gerade einen Bauern geschlagen.
den man jetzt vielleicht intuitiverweise einfach zurückschlagen würde, aber da es hier um Taktiken geht, wird es hier was Besseres geben. Ja, wir haben gar nicht so viele aktive Möglichkeiten, deswegen, was jetzt irgendwie schnell auffällt, ist natürlich Springer A4. Mit Angriff hier auf diese beiden Figuren. Das heißt, die Dame muss ziehen und muss den Läufer gedeckt halten. Bleiben genau zwei Felder. B5 und A5. Auf B5 kann ich aber immer C4 spielen. Schlägt, schlägt, weil der Läufer auf B3 ist auf jeden Fall noch gedeckt durch die Dame. Und dann muss die Dame sowieso nach A5. Also Springer. Ah, und auf Dame A5 kann ich sie mit Läufer D2 vertreiben. Also was ist jetzt meine Idee hier? Die Dame soll von diesem Läufer auf C5 weggetrieben werden. Sie hat nur die Felder B5 und A5, um das Ganze zu verteidigen. Und mit Läufer, ich mache das jetzt nochmal rückgängig. Also die Dame hat nur diese Felder. Und das Feld A5 kann ich mit Läufer D2 nehmen und das Feld B5 kann ich mit C4 nehmen, nachdem ich meinen Springer weggezogen habe. Und das heißt, ich sollte diese Dame vertreiben von den Feldern, dann kann sie ihren Läufer nicht mehr decken. Nochmal nachgecheckt. Ja, C4 sieht hier richtig aus. Dame geht jetzt zurück und jetzt gewinnen wir den einfach. Machen wir weiter. Okay, das ist erstmal, hier werden wir direkt reingeschmissen, das ist ein Schach. Es ist ein Figuren. Oh. Es ist ein Figurenopfer. Also was ich hier. Meine Dame hängt erstmal in dieses Schach. Das heißt, ich werde den nehmen müssen. Ich würde ihn gerne mit dem Bauern nehmen, da ich selber Springer C4 drohe. Der Läufer ist gefesselt und ich gewinne da die Dame. Er wird wahrscheinlich dann irgendwie mit Turm B1 versuchen, ebenfalls die Dame zu gewinnen. Aber dafür kann ich ja den Turm schlagen und ich kriege einen Turm für meine Dame und er kriegt maximal einen Springer. Also den muss ich ja sowieso ich könnte ihn natürlich auch mit dem Springer schlagen, aber ja. Gut, jetzt kommt Turm B1 und jetzt ist es, denke ich mal, Zeit, die Dame hier abzuholen. Jetzt ist da Springerschach. So, und jetzt hängen beide Damen jetzt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich muss halt aufpassen, inwieweit ich matt werde. Das einfachste scheint ja Dame C3 zu sein. Das greift. Dann bleibt seine Dame angegriffen. Und ich gebe noch eine Figur. Die Frage ist, wie gefährlich ist dieses Schach? Ich gehe einfach nach A8 und es passiert nichts. Gewinnt eine ganze Figur. Scheint das einfachste zu sein. Ich könnte auch die Dame nehmen und er nimmt die Dame, aber dann gewinne ich dabei nichts. Im Gegenteil, mein Springer hängt dann noch. Also nehme ich jetzt den hier weg. Okay, das war deutlich einfacher. Schauen wir mal weiter rein. Hier materialmäßig 6-6. Zwei Läufer, ein Springer, Türme, Damen. Materialmäßig alles gleich. Schwarz hat mich hier gerade angegriffen. Mit Turm B4 greift er meine Dame an. Motive, die schnell auftauchen, die ich jetzt sehe, sind H7. Auf H7 würde ich gerne, wenn ich dran wäre und meine Dame wäre nicht angegriffen, würde ich einfach Läufer F6 spielen. Nimmt er wieder und dann setze ich ihn auf H7 matt. Gut, wenn ich jetzt aber Läufer F6 spiele, nimmt er meine Dame. Ich nehme seine Dame, er schlägt zurück und wir haben einfach nur einen Abtausch. Das heißt, so komme ich nicht weiter. Ein Trick ist es ja möglicherweise, aber es andersrum zu spielen. Läufer H7, den wird er wieder schlagen müssen. Tut er das nicht, spielt er König A8. Gibt es nämlich einen netten Trick, glaube ich. Ich gehe zurück nach E4 mit dem Läufer. Er geht nach H7 zurück. Und jetzt habe ich diese Linie verstellt und jetzt kann ich auf F6 nehmen und dann drohe ich wirklich dieses Matt auf H7. Indem ich einfach mit dem Läufer auf E4 das verstellt habe. Also Läufer H7, König H8, Läufer geht zurück, das ist Abzugsschach.
König muss zurück und dann kann ich auf F6 nehmen und drauf auf H7 matt. Das heißt, auf Läufer H7 wird er mit dem Springer hier schlagen müssen. Und dann wollte ich hier einfach die Dame nehmen. Er schlägt meine Dame und dann kann mein Läufer zurückschlagen. Ich habe einen Läufer ins Geschäft gesteckt, habe aber einen Springer und einen Turm gewonnen. Das sollte die Lösung sein. Läufer H7. Springer H7. Okay, ich habe gerade gesagt Springer. Ich habe nur einen Turm gewonnen, aber ich habe eine Qualität jetzt hier mehr. So, schauen wir hier nochmal rein. Die nächste Aufgabe. Weiß hat 5 Bauern, Schwarz hat 5 Bauern, 3 Leichtfigur und 3 Leichtfigur und Turm und Dame. Material ist gleich. Was fällt mir auf? Mir fällt sofort diese Figuren in der D-Linie auf. Diese beiden Läufer. Der Läufer auf D3 ist mehr oder weniger gefesselt, weil der Läufer auf D2 auch hängt. Das heißt, es macht einfach Sinn, in der D-Linie weiter Druck zu machen. Und deswegen fällt mir als erstes Turm D8 ein. Der Läufer kann nicht wegziehen, weil dann der D2 hängt. Also ist der einzige Zug, die einzige Möglichkeit, dass er diesen D3, der ja doppelt angegriffen ist, nochmal deckt. Und zwar mit Turm E3. Also die so und so. Jetzt ist dieser Läufer auf auf D3 weiter gefesselt und dieser Turm auf E3 steht sehr merkwürdig. Eine Idee, die mir da einfach in den Sinn kommt, ist diesen merkwürdigen Turm mal mit Hilfe von Läufer B6 anzugreifen. Weil wo geht denn dieser Turm hin? Der kann nicht nach F3 wegen meinem Läufer. Er kann aber auch nicht die dritte Reihe verlassen, weil dann der D3 wieder nicht gedeckt ist. Jetzt muss ich nochmal gucken, inwieweit er einen Gegenangriff hat, aber das bringt nichts. Ein Gegenangriff, wie zum Beispiel mit Läufer B5 auf meine Dame, dann hängt der D2. Ja, das... Noch einmal checken. Also Turm D8, der hängt, der kann nicht weg. Weil der sonst hängt, muss er Turm E3 spielen, Läufer B6. Was soll er tun? Ja. Okay, er spielt Läufer E2 und gibt den einfach direkt. Ja, den sollte ich jetzt natürlich... Ich sollte jetzt nicht den E2 nehmen, weil er dann mit dem Turm wieder nimmt und den deckt. Ich sollte den einfach direkt nehmen. Mein H5 ist ja gedeckt. Machen wir weiter. Ja, Weiß hat hier gerade auf G6 genommen. Wenn ich den wieder nehme... Mein Turm auf A8 hängt ja gar nicht. Der ist ja durch den Läufer auf E5 gedeckt. Da es sowieso eine Gabel ist und ich meine Dame hängt, ich sehe gar kein, und mein Turm und mein Läufer ist auch noch angegriffen und meine Dame keinen sinnvollen Abzug hat, habe ich sowieso eigentlich gar keine Wahl. Ich werde diesen Springer nehmen müssen und schauen, wie es funktioniert. Aber das machen wir natürlich jetzt mal im Vorhinein. Er könnte mit der Dame auf G6 wiedernehmen mit Schach. Dann gehe ich aber einfach nach D7 raus. Mein Turm auf H8 ist gedeckt. Alles safe. Und auf D7 stehe ich für das erste relativ sicher. Also, ja, nehmen wir weg. Nimmt ihr den Turm weg? Und wenn er jetzt auf G6 nimmt, kann ich ja sogar die Dame zwischenstellen, aber ich kann auch einfach rausgehen. Okay, das war jetzt ein bisschen leichter. So, das ist hier noch eine Eröffnungsstellung. Wir haben hier irgendwie nur einen Bauern getauscht. Motiv, was mir auffällt, ist E5. Warum E5? E5 greift den F6 an und macht er diese Diagonale auf. Erste Möglichkeit auf E5 für Schwarz ist einfach mal versuchen, auf G2 zu tauschen. Wenn ich den dann wieder nehme, dann hat er diesen Doppelangriff im Prinzip überstanden. Deswegen wäre die weitere Berechnung, wenn ich Material gewinnen will, wenn ich jetzt auf E5 und Läufer G2 mich hier weiter durchschlage. Weil wenn er jetzt den Bauern wieder nimmt und ich den wieder nehme, habe ich ja in der Zeit zwei Figuren gewonnen. Den F6 und den Läufer. Und er hat nur, die Läufer haben sich im Prinzip getauscht und ich habe den F6 gewonnen.
Das heißt, er müsste auch weiterschlagen, aber ich schlage auch weiter. Greift die Dame an. Er müsste den wieder nehmen. Ich nehme den wieder. Dann habe ich 1, 2, 3 Figuren gewonnen. Und er hat eine Figur und einen Turm gewonnen. Das heißt, ich habe zwei Figuren für einen Turm gewonnen. Also zwei Figuren für einen Turm. Das sollte, also das ist natürlich materiell besser für mich. Also ich nochmal E5 und die Idee, sich da durchzuschlagen und alles mitzunehmen, was man kriegt. Das sind ja immer Leichtfiguren. Okay, die andere Idee ist, ich mache das nochmal mit Weiß, mit Grün in diesem Fall, ist mit Springer D5 diese Diagonale zu blockieren. Ja, ist mir jetzt nicht hundertprozentig klar, was. Also danach ist Schwarz immer noch gefesselt, allerdings droht er dann nochmal auf E3 zu nehmen. Ich sollte dann vielleicht diesen Springer rausnehmen. Sagen wir, der Läufer nimmt wieder, ich nehme wieder, der nimmt wieder. Ich kriege dann immer den Springer F5 irgendwie eingestreut. Ich kann dann vielleicht auf D6 tauschen. Okay, ich sehe das, diese Taktik jetzt gerade nicht hundertprozentig als Berechnung, sondern ich sehe so die Konturen dieser Variante. Also ich spiele E5 und er spielt Springer D5. Ich tausche den raus. Falls der Läufer tauscht, tausche ich ihn auch nochmal raus. Auf jeden Fall wird irgendwann es so aussehen, dass hier, wenn ich auf D5 alles rausgetauscht habe, dieser Bauer hier nach D5 gekommen ist. Und das heißt, das Feld F5 wird frei. Und wenn ich dann Springer F5 spiele, wahrscheinlich nach E5 schlage ich erstmal auf D6, dann taucht ein Läufer auf D6 auf und dann spiele ich Springer F5. Der greift dann diesen Läufer hier an auf D6 und greift den G7 an und die E-Linie geht gleich mal auf. Das könnten dann einfach schon Probleme für Schwarz werden. Ja, das ist jetzt so eine, für mich so eine Taktik, wo ich sage, okay, das wird auf jeden Fall gut für mich. Wie genau, also bis ins letzte Detail habe ich es jetzt nicht berechnet. Aber das muss ich hier für mich auch nicht, weil ich einfach sehe, dass okay, wieder nehmen, hätte man natürlich auch mal drüber nachdenken können. Ja, die erste Überlegung wäre jetzt vielleicht einfach auch wieder nehmen, weil die Situation ja gleich bleibt wie vorhin. Ich kann mich da weiter durchschlagen. Ich könnte auch einmal überlegen, ob ich auf hier nehme und er nimmt hier und ich nehme da und er nimmt da. Dann gewinne ich vielleicht eine Qualität, aber nach dem nehmen, den nehmen, nimmt auf A, den nehmen, ich nehme auf B7, er nimmt da, dann kann er auf A8 zum Beispiel nehmen und das einfach irgendwie als Qualitätsopfer verkaufen, weil er dann hier die schwachen weißen Felder hat. Das sieht nicht so verlockend aus, also werde ich jetzt hier weiternehmen. So, und jetzt muss ich, wenn ich jetzt den Läufer G2 nehme, dann verliere ich einfach den E5, jetzt muss ich mich hier durchschlagen. Und jetzt nehme ich den Läufer, habe eine Figur mehr. Okay, ich hätte trotzdem mal kurz an dieses Schlagen denken sollen, auch wenn es nichts geändert hat an der Stellung, aber hatte ich irgendwie komplett vergessen. Nächste Stellung. Einmal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Leichtfiguren, zwei Leichtfiguren, Dame und Turm. Materiell gleich. Weiß hat gerade F3 gespielt und diesen Springer angegriffen. Ja, was mir jetzt erstmal auffällt, hier. Gegen den König scheint hier nicht so viel zu gehen. Man könnte irgendwie mal Richtung A2 kommen, aber da ist jetzt nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Das heißt, da sehe ich keine taktischen Motive. Was mir allerdings auffällt, ist eine Figur. Und zwar dieser weiße Läufer hier. Der hat jetzt durch F3 kein Feld mehr. Und ja, den würde ich vielleicht ganz gerne gewinnen. Und da bietet
Was sich da natürlich anbietet, ist doch, dass mein Springer ja eh angegriffen ist. Also könnte der doch weggehen und die Frage ist jetzt nur, wohin? Geht er nach G3 oder geht er nach F6? Was? Ah, okay. Ich habe jetzt auch noch eine Weile. Ich weiß jetzt noch nicht, welche besser ist, aber ich habe dann. Was weiß dann ja unbedingt spielen muss, ist Läufer G6. Der Läufer. Ah, okay. Nee, muss er. Also hier. Ich will euch sagen, warum ich gerade ja okay gesagt habe. Ich habe nämlich. Wenn ich jetzt Springer F6 spielen sollte, dann hat Weiß noch eine andere Möglichkeit, diesen Läufer zu decken. Ich dachte, er müsste Läufer G6 spielen. Muss er aber nicht. Er kann nämlich auch G4 spielen, um den Läufer zu decken. So, und das beantwortet für mich nämlich die Frage, wo mein Springer hin sollte. Der sollte nach G3. Ich mach's schon wieder falsch, die Pfeile. Um G4 zu stoppen. Jetzt hängt der Läufer und der ist nicht deckbar. Also muss der weg und er hat noch genau ein Feld. Er geht nach G6. Und jetzt kommt, steht er aber in dieser Diagonalen dieses Läufers und dann kommt F4. Greift die Dame an und macht diese Linie frei. Also Doppelangriff. Doppelangriff auf die Dame auf F4 und den Läufer auf G6. Scheint mir sehr überzeugend zu sein. Also, ja, weiß. Ach so, und dann könnte weiß Dame E6 spielen. Den sollte ich natürlich nochmal auf der Rechnung haben. Also an dieser Stelle Springer G3. Ich mach mal Springer G3, Läufer G6, F4. Greift die Dame an und den Läufer, aber weiß kann Dame E6 spielen. Greift meine Dame an, gibt Schach. Ich tausche den raus und dann deckt der Turm auf E6, deckt dann diesen Läufer auf G6. So. Und weil mir die Idee aber gut gefallen hat, habe ich jetzt auch gerade mal geguckt, ob ich es anders machen kann. Und hier fiel mir dann, weil ich Dame E6 hat mir nicht gefallen, die Zugumstellung auf. Wie sieht es denn aus, wenn ich erst F4 spiele? Der Springer auf E4 ist ja gedeckt. Das heißt, die Dame muss irgendwo weg. Ich weiß gar nicht, wohin. Fast beliebig, sagen wir Dame G1, Dame C1. Und danach spiele ich Springer G6. Also was insbesondere eben Dame E2, um in der E-Linie zu bleiben, dann tausche ich die Damen ab und spiele dann Springer G3 sogar mit Gabel. Das ist jetzt die Idee, dass Weiß nicht mehr in der E-Linie bleiben kann, um dieses Dame E6 zu haben. Also ich spiele erst F4 und dann Springer G6 und dann habe ich diese Linie schon geöffnet und der Läufer ist weg. Da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass das richtig ist. Ja, genau. Jetzt tausche ich hier die Damen. Wichtig ist natürlich zu sehen, dass er sagt jetzt, Damentausch ist. Warum? Ah ja, seht ihr? Gut, nicht gelöst. Warum? Damentausch. Springer G3. Sieht nach einer Gabel aus. Zunächst. Hier und hier. Aber Weiß hat dann Turm E8. Mit Schach. Greift mein Turm an. Ich muss tauschen. Ist nur abgetauscht. Deswegen ist der Damentausch nicht das Richtige. Ja, habe ich einfach nicht weit genug reingeschaut. Okay, ich wollte ja Springer G3 spielen und danach das Problem war ja Dame E6. Okay, das heißt, ich muss noch was tun und jetzt kommt mir noch eine neue Idee. Läufer D3. Es geht weiter um die Idee. Seine Dame dazu vertreiben. Außer E-Linie. Es wird Läufer D3 sein und danach spiele ich Springer. Ich muss diese Dame vertreiben.
Und jetzt opfert er sogar seine Dame. Okay, die habe ich natürlich gewonnen. Gut, trotzdem falsch gelöst natürlich. Kurz Material zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vier Leichtfiguren. Materiell ist das gleich. Was fällt mir auf? Weiß hat erstmal gefühlt gar nicht so viele Optionen. Er hat hier eine Menge Druck in der F-Linie, insbesondere auf diesen Springer. Die eigenen Springer stehen hier noch ziemlich passiv. Und die sollten aber sich irgendwie mal irgendwann beteiligen, ist jetzt aber noch nicht ganz. Also schon klar, der wird hier über E3 irgendwann gehen, aber das ist eher eine strategische Idee, keine taktische. Der Läufer wird ja auch nicht viel tun. Ja, das heißt, die Frage ist vielleicht, wie kann ich diesen Druck gegen F6 nutzen oder verstärken? Was habe ich da für Möglichkeiten? Eine Sache, die mir jetzt in den Sinn kommt. Als erstes um diesen Läufer G5 scheint nichts, könnte man die auch noch, aber mir kommt Dame G5 in den Sinn. Weil den Läufer will ich da eigentlich stehen lassen. Nämlich hier gegen G7 hat man da nämlich Ideen. Jetzt könnte ja Schwarz auf die Idee kommen, oh, hier ist doch eine Fesselung. Ich ziehe meinen Springer weg. Zum Beispiel Springer H5. Was ich dann aber mindestens machen kann, ich kann dann auf E5 nehmen. Also meine Dame nimmt dann weiter auf E5 und droht auch Richtung G7 mal. Das gewinnt aber vielleicht nur einen Bauern. Ja. Okay, ich habe es jetzt durch Zufall, glaube ich, gesehen. Ich kann auf F6 alles wegnehmen. Dann taucht am Ende hier die Dame auf und dann spiele ich Läufer G5 und die Dame steht hier und hat kein Feld mehr. Das heißt, ich gewinne die Dame. Ja, durch Zufall entdeckt. Das heißt, durch Zufall natürlich habe ich hier weiter gesucht. Okay. Machen wir hier nochmal 2, 3 und dann soll es erstmal reichen für heute. Okay, wir haben hier diese Gegenüberstelle, also wir haben hier einige Sachen, die irgendwie los. Kurz Material checken. Weiß hat gerade eine Figur weniger. Okay, was ist hier los? Es gibt einmal diese Gegenüberstellung der Damen. Es gibt hier einmal diese Gegenüberstellung der Türme und ich habe hier irgendwie Druck gegen F7. Das ist das, was ich so auf den Anhieb sehe. Insbesondere der Druck gegen F7 ist natürlich interessant. Erste Idee, also einfach mal Läufer F7. Wenn jetzt zum Beispiel der Springer wieder schlägt, dann kann ich einfach also wenn ich jetzt Läufer F7 spiele und der Springer schlägt wieder, dann hängt sein Turm. Das scheint nicht zu gehen, aber wenn allerdings einfach er den Läufer F7 nicht wieder schlägt, schlage ich danach seinen Turm und habe einen ganzen Turm gewonnen. Er kann zwar rangehen mit dem König, also nochmal, ich spiele Läufer F7, König F8, ich nehme da, er nimmt weiter und dann nehme ich aber auch noch den Springer auf E5 und habe eine Qualität gewonnen. Ja, was habe ich sonst noch so? Ich könnte Turm D1, aber dann geht deine Dame einfach weg. Läufer F7 scheint mir einfach überzeugend. Entweder verliert er wird diesen Turm auf E8 verlieren. Entweder erst auf F7 wieder. Achso, was man natürlich nochmal sehen muss: Läufer F7, Springer F7, Turm schlägt Turm, König geht raus. Er hat jetzt immer noch zwei Leichtfiguren. Ich kann dann aber gewinne dann auch noch den Springer auf F7. So dass ich am Ende wirklich eine Qualität mehr habe. Also wirklich bis zum Ende rechnen. Läufer F7. Springer F7. Turm schlägt Turm. Dame davor bringt natürlich nichts. Ist die Dame einfach weg. König raus und ich schlage auf F7 wieder. Okay. Werde ich spielen. So, und jetzt schlage ich einfach den. Kurz mal reingucken. Ja, dann schlage ich den Turm. Der Abzug auf F3 oder so ist nicht gefährlich. Den kann ich Gott sei Dank einfach mit der Dame wieder nehmen. Ja, machen wir hier noch eine letzte. Turm AE1. Hat Weiß gerade gespielt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, gleiches Material. Okay. Was mir hier als erstes ins Auge fällt, sage ich dir, ist die Grundreihe von Weiß. Auch wenn sie noch gedeckt ist, aber das scheint
Richtung Grundreihen-Idee zu gehen. Natürlicher Zug, der mir deshalb ins Auge springt, ist hier Turm AE8, um weiter Druck zu machen hier gegen den E5. Ja, weiß, da ist Schwarz mittlerweile dreimal drauf. Weiß hat gar keine andere Möglichkeit, als den hier dann zu nehmen. Und jetzt kommt wahrscheinlich also wenn ich jetzt dann die Dame nehme, dann schlägt er hier weiter und gewinnt zwei Türme. Hat dann zwei Türme gegen die Dame und steht sogar besser. Das wird nicht die Lösung sein. Also nochmal Turm A, ich mach's wieder so, Turm A8. So. Und was dann stattdessen die Idee sein wird, ist diese Grundreihe auszunutzen. Ich schlage dann nämlich den hier mit dem Turm wieder. Jetzt ist dann vor allem sein Turm angegriffen. Hier droht Matt und seine Dame ist angegriffen. Ja, also nach dem Tausch auf die 6 könnt ihr euch im Prinzip. Wie kann man sich das jetzt leichter vorstellen? Man nimmt einfach diese beiden Türme weg. Den Turm und den Turm wegnehmen. Das ist im Prinzip die Stellung, die gleich entstehen wird, in meiner Berechnung. So, das heißt, es droht Grundreihenmatt und die Dame hängt, das muss er irgendwie verhindern. Also wird er seine Dame wegziehen müssen, um dieses Matt zu hindern. Wo kann er hin mit der Dame? Er muss diesen Turm decken. Hier kann er nicht hin, weil da der Turm steht. Hier kann er nicht hin. Er muss dann nach C1 zurück. So. Auf C1 deckt Weiß erstmal alles. Und ich wüsste auch nicht, wie ich. Das weiter ausnutzen sollte. Gut, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ja, also ich nochmal, ich spiele Turm E8, er tauscht hier und spielt einfach damit C1, deckt seinen Turm. Ich stehe leicht besser, wahrscheinlich einfach aktiver, aber da ist nicht viel los. Nächste Idee ist irgendwie hier diese Fesselung zu nutzen. Mit Hilfe von F6. Wenn Weiß jetzt hier nehmen sollte, dann hängt natürlich jetzt einfach seine Dame, ohne dass jetzt noch ein Turm auf E8 von mir hängt. Dann gewinne ich einfach die Dame gegen den Turm. Gut, aber da der Turm angegriffen ist, muss der ja weg und der muss seine Dame decken. Und wo soll der denn hin? Also nochmal, wenn ich jetzt F6 spiele und der Turm geht hier zum Beispiel hin, das geht natürlich nicht, weil dann ist er einfach da unten matt. Also wird nach F6. Was geht, kann er noch machen? Er kann noch Turm E4 probieren. Dann tausche ich aber einfach die Damen. Und dann kommt das gleiche Problem, wenn er die Dame wieder nimmt, hängt der Turm auf E1. Also, ja, wie schon am Anfang geahnt, spielt hier die Grundreihe eine Rolle. F6 sollte hier einfach gewinnen. Danach tausche ich die Damen und dann kann er den Turm nicht mehr decken. F6. Dame C4, ja, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Wieso auch? Ich kann ja einfach hier seinen Turm nehmen. Gut, ja, das war hier meine erste kleine Taktikstunde. Ich habe mich hier heute verbessert. Jetzt bei 2234. Ich werde dieses Format beibehalten. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Gebt mir gerne Kommentare ab. Und ansonsten bis bald. Macht's gut. Ciao.